Ja, heute habe ich Gabriele Lösekrug-Möller bei mir zu Gast, parlamentarische Staatssekretärin im Arbeits- und Sozialministerium. Wir haben heute erst den Wittekindshof besucht, dann hier die Lebenshilfe in Herford und haben uns über die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes informiert. Liebe Gabriele, das war ein schwieriger Prozess, das Bundesteilhabegesetz. Wir haben vieles auf den Weg gebracht an den Stellen. Was ist dir aus der Sicht der Menschen da ganz besonders wichtig gewesen? Mir war wichtig, dass wir überhaupt dieses Gesetz erst einmal in Kraft treten lassen. Das ist ein langer, schwieriger Weg gewesen. Und wir wissen, Teile davon werden auch erst in den nächsten Jahren Schritt für Schritt Wirklichkeit werden. Das ist auch gut so. Weil wenn man ganz viel verändert im Menschen, im Leben für Menschen, die Teilhabebedarfe haben, muss man das so machen, dass alle keine Sorgen haben müssen, sondern sicher sind, sie haben einen Anspruch auf Eingliederungshilfe, niemand verliert ihn, aber vieles wird besser, weil es personenbezogener werden wird. Das ist das große Ziel und das werden wir jetzt Schritt für Schritt in den nächsten Jahren erreichen. Also für dich in der nächsten Legislatur noch viel zu tun und in der übernächsten, weil auch immer wieder der Bundestag und auch der Bundesrat befasst werden damit, wie genau es weitergehen wird. Wir haben, finde ich, gute Leitplanken eingezogen. Wir haben einen ordentlichen Weg aufgezeigt. Und das macht mich ziemlich zufrieden. Dankeschön. Ich habe gelernt, uns bleibt auch in der Zukunft in dem Bereich noch viel Arbeit, weil das ist ein Prozess, da wird sich auch immer etwas verändern. Und bei all dem, was sich verändert, wollen wir natürlich sehen, dass wir den Menschen möglichst gerecht werden in diesem Fall. Vielen Dank, dass du da bist. Ja? Ja, und zwar, dass ihr nicht vergesst, dass ihr das immer macht mit den Betroffenen zusammen. Das ist etwas gewesen, was wir jetzt über ein paar Jahre gut trainiert haben und es wäre schön, ihr würdet das beibehalten. Das sollten wir uns wirklich ins Stammbuch schreiben. Okay. Dankeschön.